Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Ich habe schon ein paar kleine Sachen heute gefilmt. Ich habe, glaube ich, noch nichts dazu gesagt. Das tut mir leid. Aber irgendwie hat es sich nicht ergeben. Und zwar, heute waren wir erstmal unterwegs. Erstmal noch mit der Mission Wohnung. Und klar, da kann man natürlich nicht filmen. Und dann haben wir noch bei uns in der Gegend gefrühstückt in einem Laden, wo wir noch nie waren. Beyond Bread hieß der. Das ist eine Gluten-Free Bakery auf der Upper Street in Islington. Und die haben hinten auch eine kleine versteckte Terrasse und da saßen wir und das war wirklich sehr, sehr gut. Und danach sind wir erstmal wieder Richtung Heimat gelaufen, aber nicht ganz bis nach Hause, sondern nur bis zur Train Station. Und dann sind wir nach Hackney Wick gefahren und das ist ja so eine ganz hippe Gegend, wo ich selber jetzt noch nicht so viel unterwegs war und auch nicht so viel Bezug zu habe, aber es hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Ich habe bestimmt auch zu dem Zeitpunkt, wo das Video online geht, ein Instagram hochgeladen. Es ist alles so sehr industriell und Graffiti und ja, so ein bisschen verwahrlost, aber in cool. Und es gibt halt super viele so biergärtenmäßige Läden und ja, wir waren in einem, der hieß Crate. Ich werde es, wenn ich dran denke, es auch unten in der Infobox verlinken, sonst erinnert mich auf jeden Fall dran. Der hat eine liebe Freundin, die auch mit meinem Freund studiert hat, ihre Abschiedsparty gehabt, die jetzt eben bald auch nach Hause muss. Und dann haben wir da ein bisschen gefeiert. Das war auch so ein bisschen traurig eigentlich, ehrlich gesagt. Und es war aber sehr gut. Die sind wohl da sehr bekannt für ihre Pizza. Wir hatten keine, weil wir eben noch so relativ satt waren. Aber es sah sehr, sehr gut aus. Es gab auch so ein bisschen auffällige oder interessante Kombinationen. Also Salbei mit Trüffelöl zum Beispiel. Das kann man aber auch gut selber zu Hause machen. Und dann waren wir da eben ein bisschen und haben da gegessen und getrunken. Also die anderen haben gegessen, wir haben eher nur getrunken. Ginger Beer hatten wir und danach sind wir eben dann noch ein bisschen rumgelaufen und schließlich wieder nach Hause gefahren. Und mit all dem ist es dann jetzt auch schon 6 Uhr. Und ja, jetzt sind wir eben wieder zu Hause. Ich möchte jetzt einfach ein bisschen entspannen und wir werden auch, glaube ich, heute nicht mehr groß rausgehen. Ich habe mir ein paar sehr, sehr coole Sachen bestellt für ein kleines privates Projekt, was ich gerne machen möchte. So ein bisschen inspiriert von meinem Papa. Vielleicht fange ich da heute ein bisschen an. Wenn ja, zeige ich euch das. Und ja, das war es dann jetzt erstmal für den Nachmittag. Philipp ist gerade fleißig und spült ab. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich werde diesmal versuchen, ein bisschen auch was zu meiner Schminke in der Infobox zu verlinken, weil sehr, sehr viele fragen oft, so welchen Lidschatten ich drauf habe. Und in 99% der Fälle, das kann ich euch eigentlich schon mal sagen, das ist auch heute der Fall, ist es irgendwas aus der Naked 3 von Urban Decay. Ich habe meistens entweder so ein leicht rosé angehauchtes Make-up oder eben eins, was eher so ein bisschen koralle für sich farbend ist. Je nachdem, was ich so für Sachen anhab, so was ich für Schmuck anhab und so weiter. Darauf stimme ich das immer so ein bisschen ab. Und heute ist es eben Naked 3 Liar, heißt glaube ich die Farbe, die ich dann einfach so... Ich mache das inzwischen meistens so, dass ich eine Farbe mehr oder weniger überall verteile und dann eben ausblende nach oben und dann da nur was ganz Helles hingebe. So, jetzt habe ich glaube ich so viel geredet, dass ich dafür alles wettgemacht habe, was ich heute nicht erzählt habe. Und ja, jetzt mache ich erstmal weiter mit meinem Entspannungsprogramm und dann geht es vielleicht noch an mein kleines neues Projekt.
jetzt fertig mit den Pflanzen. Das hat echt mega viel Spaß gemacht. Also ja, ich glaube, das könnte ein neues Hobby von mir werden. Ich finde es sehr, sehr cool. Und ich bin mal gespannt, wie die Sachen werden. Ihr habt ja gesehen, was ich alles gemacht habe. Und zum einen finde ich diese Idee eben aus Küchenabfällen Sachen wieder zu wachsen oder wachsen zu lassen ziemlich cool. Mit den Frühlingszwiebeln klappt das auch sehr, sehr gut. Ich habe das bei so einem BuzzFeed-Video mal gesehen und ich versuche euch das rauszusuchen. Und ich gucke auch mal, wie es klappt. Vielleicht mache ich ja echt mal ein Video dazu. Ihr könnt ja mal kommentieren, ob euch sowas überhaupt interessiert. Und bei den anderen Sachen mal schauen, ob das klappt. Ich bin echt gespannt. Mein Papa wäre sehr stolz auf mich, glaube ich. Ja, vielleicht sollte ich ihm mal FaceTime und die Sachen zeigen, aber die sind heute leider unterwegs. Wir haben nämlich heute in der Heimat nämlich große Geburtstagsparty, auf die wir jetzt leider nicht kommen konnten. Aber ja, beim nächsten Mal wieder. Und ja, ich glaube, ich lege mich jetzt ein bisschen auf die Couch. Jetzt bin ich echt K.O. Mir ist echt warm vom Pflanzen und Gärtnern. Gärtnern in der Küche sozusagen. Heute ist schon Sonntag. Ich habe, glaube ich, bisher nur das Frühstück ein bisschen gefilmt und wir machen uns gerade fertig. Oder eigentlich, ich sitze hier schon in voller Montur und dann geht es gleich los. Und wir wissen ehrlich gesagt nicht, was wir machen. Ja, wir werden einfach ein bisschen rausgehen und vielleicht ein paar Besorgungen machen und ansonsten ehrlich gesagt, keine Ahnung. Und wir waren auch schon mit Jimmy draußen, haben ansonsten typischer Sonntag nicht so arg viel gemacht, außer eben das Frühstück und das war echt lecker. Ich glaube, wir werden was essen irgendwo, weil wir ziemlich Hunger haben. Wir hangeln uns so von Essen zu Essen, alles wie immer. Und Thema Essen, nächste Verabredung heute Abend, da geht es auch ums Essen mit der lieben Linka. Wir haben uns schon wieder ewig nicht gesehen und wir treffen uns und wollen eventuell ein bisschen was kochen und machen das bei ihr. Deswegen, da nehme ich euch auch mit, mal gucken, was ich euch zeigen kann. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Sie war jetzt über Ostern nämlich auch zu Hause. Und davor haben wir uns einmal so ein bisschen überschnitten, weil davor war ich zu Hause. Und ja, so kommt es dann irgendwie immer zusammen, dass man dann eben sich doch einige Wochen gefühlt am Stück nicht sieht. Waren, glaube ich, sogar 2, 3 Wochen jetzt schon wieder. Ja, und das ist der Plan für heute. Ich würde sagen, ich trinke jetzt noch einen Schluck und dann ziehe ich mir meine Schuhe an. Ich kann euch noch mein Outfit nachher zeigen. Und dann geht's los. So, ich dachte, ich zeige euch jetzt endlich mal mein Outfit, weil oft sage ich das in den Videos und mache es dann nicht. Deswegen, heute denke ich dran. Fangen wir oben an. Meine Mütze ist von H&M. Dann mein Schal, total sexy, ist von Tchibo aus Vlies. Die Jacke ist von dir, Philipp. Die Jacke ist von? Cross. Die ist von Cross, genau. Dann mein Pulli ist von Elizabeth and James. Das Hemd ist von Vila. Und die Hose ist von Mavi. Und meine Schuhe sind von Kors, von Carvin. Jetzt komme ich auch schon durcheinander. Und meine Tasche ist von Celine. Und wo ist dein Anhänger? Von Etsy. Cool. Es kann losgehen. Es kann losgehen. Wir gehen jetzt wieder nach Hause. Es war sehr, sehr schön. Wir waren im Maison D-Trennladen, wo wir schon wirklich sehr, sehr oft waren. Aber es ist einfach immer gut. Die machen nur leider relativ früh zu. Hat aber zeitlich gerade super gepasst, weil ich jetzt ja eh gleich weiter muss. Ich mache jetzt gleich noch einen kleinen Zwischenstopp zu Hause und packe mein Bullet Journal ein. Weil Linka und ich wollen auf jeden Fall wieder Bullet Journalen zusammen. Solche Nerds. Und dann wollte ich ihr noch ein Buch mitbringen. Da muss ich gleich mal gucken, was ich da für sie habe. Und ja, dann geht's los. Ich freue mich ehrlich gesagt immer so ein bisschen auf diese Tube-Fahrt jetzt. Also wenn ich weiß, dass es nicht so voll ist, weil ich dann immer in der Zeit ganz gut lesen kann oder Podcast hören kann. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich Podcast höre oder lese. Aber ich glaube, ich lese tatsächlich.
Das machst du aber auch so, dass wenn du morgens deine Zeiten hast, wenn du irgendwie hin und her fahren musst, dass du dann da ganz gerne auch irgendwas liest, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich da tatsächlich drauf. Das ist ein bisschen strange, aber... Dann sitzt man und es gibt halt eh keine andere Alternative, diese Zeit halt sinnvoll zu verbringen. Ja. Und sonst nimmt man sich halt oft die Zeit tagsüber nicht einfach zu lesen. Gut. Ja, naja, das werde ich jetzt tun. Und Philipp und Jimmy machen Wennerabend. Boah, die Sonne knallt immer zwischendurch total durch die Häuser durch, was aber sehr schön ist. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich gleich bei Elinka wieder. Was für ein Vlogging-Fail. Ich war unterwegs, war bei der lieben Elinka und ich habe gar nichts gevloggt. Unglaublich, oder? Wir haben One-Pot-Pasta gemacht und was haben wir noch gemacht? Wir haben natürlich mega viel uns unterhalten, ein kleines Ketchup gemacht und ja, ich habe einfach nichts gefilmt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin jetzt gerade wieder nach Hause gekommen, wirklich in diesem Moment und ziehe mich jetzt gerade erstmal um. Werde mich jetzt schnell abschminken. Ich bin mega müde. Ich habe die Zeit in der Tube wirklich genutzt zum Lesen und ich habe Elinka noch ein paar Bücher mitgebracht. Habe ihr eins zurückgegeben, sie hat mir eins zurückgegeben, wir können da immer so ein bisschen tauschen, das ist immer ganz cool. Und was haben wir dann noch gemacht? Wie gesagt, wir haben gekocht, wir waren kurz was Kleines einkaufen und das war es dann auch mehr oder weniger. Das war es dann auch mit meinem Wochenende, leider. Das Wochenende ist jetzt vorbei. Ich mache mich jetzt bettfertig, bin mega, mega müde und K.O. und freue mich echt jetzt gleich zu schlafen. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, nächste Woche. In einem neuen Vlog wieder. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. War wahrscheinlich ein bisschen kürzer heute. Macht ja nichts. Und wir sehen uns bald wieder mit einem hoffentlich etwas längeren Vlog. Bis dann. Tschüss.